Sie haben hier heute Morgen vorgetragen, es sei sozusagen mein Drehbuch gewesen, mit Ihnen Gespräche zu führen und unabhängig vom Ausgang dieser Gespräche mit großem Aplomb aus diesen Gesprächen auszusteigen. Herr Bundeskanzler, wir haben in der letzten Woche ein, wie ich unverändert finde, sehr ernsthaftes Gespräch miteinander geführt. Und ich habe Ihnen gesagt, warum ich mit Ihnen dieses Gespräch führe. Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei, die Behauptung, dass dies eine Inszenierung mit den Ministerpräsidenten in Deutschland gewesen sei, Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen, diese Behauptung ist infam. Sie ist infam. Sie brauchen uns nicht für diese Entscheidungen. Wir wollen sie mit Ihnen treffen. Aber wenn sie unzureichend sind, dann muss das Nein zu Ihren Vorschlägen aus der Mitte des Parlaments kommen und nirgendwo anders her. Und deswegen sagen wir Nein zu Ihren Vorschlägen. Unser ganzer Föderalismus baut darauf auf, dass Bund und Länder über den Bundesrat miteinander zusammenarbeiten. Und Herr Merz, es ist ja nicht nur die CDU-Bundestagsfraktion, die vom Tisch aufgestanden ist. Es sind ja direkt all Ihre Ministerpräsidenten mitgegangen. Und das ist eine verpasste Chance. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht in diesem Land, dass sich nicht jeder wie ein Kind im Sandkasten hinsetzt und sagt, wenn ich nicht alleine bestimmen darf, dann spiele ich nicht mehr mit. So kann man doch kein Land regieren. Aufnahme- und Einbürgerungsstopp von allen Migranten für mindestens 5 Jahre und keine Einbürgerung von Menschen, die in unserem Sozialsystem hängen. Schließung der Grenzen. Ausnahmslose Zurückweisung aller Illegalen, sofortige Ausweisung aller Illegalen und Straftätern, Beseitigung aller finanziellen, rechtlichen, sozialstaatlichen Anreize, Sach- statt Geldleistung und endlich den Umbau des Asylrechts. Das würde eine verantwortungsvolle AfD-geführte Regierung jetzt tun.